Hallo zusammen und willkommen. Das ist Lars und zusammen bauen wir heute den 100.000 Abonnenten Gaming PC mit einem Gesamtwert von 2.500 Euro. Lars war bereits in einem der früheren Videos mit dabei. Er ist auch der Besitzer des Black and White PCs im Corsair R240. Nach wie Genau. vor zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Sehr gut. Das Ding ist halt, du hast jetzt auch gar nicht so oft versucht, einen Gaming-PC zu bauen. Ist das richtig? Ja, genau. Ich habe es schon versucht, aber Versucht? ja. Na, dann versuchen wir das heute doch glatt noch einmal. Und zwar baut Lars, herzlichen Glückwunsch, den 2.500 € Gaming-PC ganz alleine. Ne? Ja, Na? wir versuchen es. Du versuchst es, keine Ja. Sorge, ich bin ja dabei. Und ja, damit würde ich sagen, legen wir los. Let's go. 2.500 € ist eine ganze Menge Geld, aber irgendwie Preis-Leistungs-Verhältnis heute. Ciao. Scheiß drauf, der PC muss einfach nur geil sein. Ganz genau. Und diese Komponenten sind in dem heutigen 2.500 € Gaming-PC, High-End-PC als 100.000 Abonnenten-Special verbaut. So, das Herzstück in diesem Gaming-PC ist der Core i7-8700K, eine richtig geile Gaming-CPU, die perfekte Wahl für diesen High-End-Gaming-PC. 6 Kerne 12 Threads, das Ganze mit einem freien Multiplikator und wir werden das gute Stück natürlich noch übertakten auf Genau. mindestens 4,8 GHz. Das Mainboard ist heute ein Z370H Gaming von Asus aus der Strix-Serie. Super sexy das Ganze. Mit 8x USB, 2x M.2 und so weiter und so fort. Aber gerade die Optik, gerade auch besonders der Chipsatzkühler, ist einfach ja super krass das Ganze, super schön. Als Arbeitsspeicher haben wir heute 32 GB des Vengeance RGB in sexy weiß. Das Ganze also 2x 16 GB mit 3200 MHz und natürlich RGB-Beleuchtung, denn wir wissen, mit RGB Ist alles besser. ist alles besser. Und genauso ist es, 32 GB werden heute verbaut. So, weiter geht es mit der Grafikkarte Asus GTX 1070 Ti in der Advanced-Version in der Republic of Gamers Tricks-Variante mit einem fetten Kühler RGB-Backplate und vor allem auch mega krasser Leistung für WQHD-Gaming. Die perfekte Grafikkarte für genau diese Art von Zocken oder Gaming in WQHD mit hohen Einstellungen. Lars wird sich auf jeden Fall daran erfreuen, dieses High-End-Stück zu verbauen. Denn du hast Ja. ja aktuell nur eine 1050 Ti. Ti. Für die Kühlung haben wir heute eine H150i Pro RGB von Corsair mit einem 360er Radiator. Leider gibt es die noch nicht mit einem 240er Radiator. Denn das wäre das genau Perfekte für das R240 in dem Black and White PC von Lars. Eine Genau. I/O-Wasserkühlung und gerade durch den großen Radiator perfekt für eine Übertaktung des Core i7-8700K. So, weiter geht es mit den geilen Lüftern. Zitat Corsair, geilen Lüftern. Und zwar die LL120 RGB. RGB-Lüfter mit insgesamt 16 LEDs im Inneren verbaut. Davon gibt es heute insgesamt 4 Stück. Ohne Speicher geht es natürlich nicht. Deswegen gibt es eine fette 480 GB SSD M.2-Format NVMe-Protokoll. Und zwar die MP500 mit unglaublich 3000 MB pro Sekunde im Lesen und 2400 MB pro Sekunde im Schreiben. Und falls jetzt irgendwer noch beispielsweise sagt, das ist zu wenig Speicher, wie wäre es mit einer Force LE 200 mit 960 GB? Die perfekte Ergänzung für ein schönes SSD-Only-System. Ohne Strom geht nichts, deswegen haben wir hier das RM650X von Corsair mit 650 Watt. Ganz genau, mit einem vollmodularen Aufbau, einem leisen 120er Lüfter und natürlich das Ganze mit einer 80 Plus Gold-Zertifizierung. Und damit das Ganze auch insgesamt schön aussieht am Ende, gibt es noch ein paar schöne Kabel-Sleeves bzw. gesleevte Kabel von Cablemod in Carbon und Rot. So, fast vergessen, für die Steuerung bzw. auch Anpassung der LL120 RGB-Lüfter brauchen wir natürlich noch den Commander Pro, ebenfalls aus dem Hause Corsair. Darüber lassen sich Geschwindigkeit der Lüfter als auch die Pumpengeschwindigkeit und die Beleuchtung jeglicher Corsair-Komponenten steuern. So, last but not least gibt es natürlich noch ein richtig geiles Gehäuse, das haben wir zusammen ausgesucht, denn es Genau. musste richtig ballern. Und zwar gibt es ein Corsair 570X in der roten Version. Dadurch gibt es im Innenraum ein paar rote Akzente und ich denke, gerade mit der einzelnen Komponentenauswahl, die wir heute getroffen haben, wird das schon echt geil aussehen. Wir haben jetzt darauf verzichtet, das Ganze hier irgendwie aufzustellen, weil einmal ziemlich groß und ziemlich schwer. Und natürlich ist noch die Folie drauf, damit wir letztendlich auf Kratzer bzw. auch Fingerabdrücke erst einmal beim Bau verzichten können. Ja, meine Freunde, das sind letztendlich die Komponenten für den 2.500 € Gaming-PC und die Ehre gebührt heute nicht mir, sondern Lars. Er hat heute das Glück und auch dann den Spaß daran, das gute Schätzchen zusammenzubauen. Das Kabelmanagement übernehme ich am Ende des Ganzen und ja, wir legen los. Viel Spaß!
So, meine Freunde, los geht es mit dem Zusammenbau des 2500 Euro Gaming-PCs durch Lars. Wir haben jetzt hier das Mainboard vorbereitet. Es geht jetzt los mit dem CPU-Einbau und dem Arbeitsspeichereinbau. Ja, Lars, leg mal los. Ich bin gespannt, wie du dich jetzt so anstellst. Ja, ich vermute, zuerst muss ich hier diese Plastikabdeckung abmachen, ne? Das ist korrekt. Wie funktioniert das? Ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Also zunächst einmal hast du diesen Hebel und diesen musst du nach unten drücken und etwas ziehen. Okay, also ich hätte das einfach, das wirkte gerade... Du hättest es einfach abgeruppt, ne? Okay, nee, das wirkte gerade so, ach ja, remove. So, nicht ver- genau. Okay. Und dann hast du auf der CPU einen kleinen Pfeil. Ja. Und dieser Pfeil findet sich auch in dieser Ecke hier unten. Ich sehe ihn nicht. Okay, da ist er auf jeden Fall. Okay. Und dann kannst du jetzt die CPU vorsichtig hineinlegen, aber bitte halt nicht fallen lassen. So, jetzt liegt sie korrekt. Ja. Deiner Ansicht nach auch korrekt? Ja, die liegt korrekt. Gut, und jetzt kannst du den Deckel in umgekehrter Reihenfolge wieder schließen. Ohne die Plastikabdeckung? Mach einfach so. Okay. Na, noch nicht ganz. Ah, genau. Jetzt halte ich das Mainboard ein bisschen fest. Okay. Und dann wirst du gleich sehen. Tada! Ja, okay. CPU verbaut, Deckel ab. Dann kommen wir zum Arbeitsspeicher und zwar 32 GB des Vengeance LPX. Ist es nicht, und zwar Vengeance RGB. Zwei Module für den Dual-Channel-Betrieb und wir verbauen das Ganze in zwei dieser Slots. Welche würdest du jetzt nehmen? Ich hätte jetzt vermutet den ersten und dann einen freilassen und dann den zweiten. Passt richtig. Dann versuch mal dein Glück. Wir fangen mit diesem Slot hier an, den zweiten so gesehen von der CPU aus. Und das sieht ja schon mal so ganz gut aus. Kann sich nur um Jahre handeln. So, ich hab's. Richtig. Ach, okay. Sehr schön. Und jetzt der zweite. Der wollte gerade nicht. Ja, gut. Jetzt hat er sich verkantet. Lass mich. Ach du mal. Ich rette. Sitzt. Und sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Mit weiß zu schwarz-rot. Was sagst du? Ja, das sieht schon ziemlich geil aus. Sehr schön. Dann machen wir jetzt weiter mit der Wasserkühlung. So, CPU und Arbeitsspeicher sind verbaut. Weiter geht es mit der Vorbereitung für die H150i Pro. Und zwar wird jetzt zunächst einmal die Backplate verbaut. Dafür muss, was würdest du sagen? Das Mainboard angehoben werden und von unten draufgelegt werden. Das ist eine sehr gute Idee. So, die Backplate ist drinne und jetzt müssen wir anhand dieser Schrauben das Ganze fixieren. Möchtest du das Ganze übernehmen? Ja. Sehr gut. Wie rum jetzt entsprechend diese Schrauben reinkommen, ist egal. Die haben auf beiden Seiten das gleiche Gewinde. Davon gibt es vier Stück. Natürlich auch entsprechend der Anzahl der Löcher bzw. Verschraubungsmöglichkeiten in der Backplate. So, wir haben jetzt das 570X von Corsair soweit vorbereitet, schon mal die originalen Lüfter ausgebaut, weil die brauchen wir ja sowieso nicht. Und auch das Kabelmanagement schon mal ein bisschen vorbereitet, dass wir jetzt erstmal easy cheesy das Mainboard reinbauen können. Warum sage ich wir? Du machst das ja sowieso, Lars. Genau. Und die I/O-Blende ist bereits drin. Wie würdest du jetzt weiter vorgehen? Ich würde mir jetzt eine Schraube nehmen und einen Schraubenzieher und anfangen, am besten mittig eine Schraube zu setzen, damit ich das Mainboard schon mal fixieren kann und es nicht weiter nach hinten rutscht, um die Schraube reinzukriegen. Vielleicht fällt dir aber was auf, das Mainboard liegt noch so ein bisschen schief. Ja. Das solltest du vielleicht noch ändern. Mir ist vorher rüberdrücken. Wenn ganz genau. Genau. Das Corsair Case hat so eine kleine Führungsnase, wo ein Loch für eine Schraube genutzt wird, um das Ganze sozusagen zu fixieren. Und jetzt kannst du dich einmal rundum arbeiten mit dem Festschrauben. So, wir haben jetzt schon mal den Radiator verbaut in der Front. Das war so ein bisschen mehr Frickelarbeit, deswegen haben wir das Ganze offscreen gemacht. Jetzt geht es darum, die Pumpe der H150i Pro auf die CPU zu setzen. Und das Ganze übernimmt natürlich wieder einmal Lars. Wie würdest du jetzt vorgehen? Ich würde zunächst einmal erstmal gucken, wie rum wir das Logo dann noch richtig positionieren. Das ist eine sehr gute Idee. Weil es ja auch optisch schön aussehen muss. So, okay, wir wollen das Corsair-Logo schon mal richtig rum haben. Deswegen würde ich, ist das so richtig mit den Schläuchen? Anders geht es ja letztendlich gar nicht. Ja, das stimmt. Hätte ich jetzt gesagt, das hier so aufzusetzen, würde ich jetzt erstmal... Plastik. So würdest du das jetzt tun? Ja. Okay. Lass mir das mal kurz mal gucken wegen den Schläuchen. Das sieht mir so ein bisschen komisch aus. Ja. Lass mal los, bitte. Ja. Wie wäre es, wenn wir das so tun? Ja, das ist eine bessere Idee, das stimmt. So. Du kannst wieder übernehmen. Okay. So. Ganz genau. Und dann hast du jetzt hier diese Schrauben, die du einmal rundum anbringst. Wir haben jetzt hier übrigens die CableMod Pro Series Kabel mit diesem sozusagen ab Werk vorhandenen Kabelmanagement-System, um die einzelnen Adern schön zu führen.
Und Lars macht das genau richtig. Er setzt das Kabel vorsichtig an auf der rechten Seite des Mainboards, um es dann schön zu verbauen. Ist der eingehakt? Ich sehe es gerade nicht. Nimm mal die Finger bitte weg. Ja. Der ist eingehakt, genau. Ja, das Kabelmanagement an sich, diesen Feinschliff mache ich später selber. Gerade auch mit diesen einzelnen Führungsmechanismen hier, die Cablemod bei der Pro Series mitliefert. Das ist ganz schönes Gefriebel hier oben. Ist aber immer so bei Gehäusen in der Ecke da oben. Sei da froh, dass wir oben nicht den Radiator sitzen haben. Ja, das wäre jetzt äußerst doof. Funktioniert ja sowieso grundsätzlich nicht. Nur in der Front passt ein 360er Radiator. Gut. Für die Grafikkarte. Für die Grafikkarte. Und jetzt kommen wir noch zur Grafikkarte und dafür müssen wir noch etwas vorbereiten. Und zwar natürlich vorher die Blende rausschrauben. Genau. Welche würdest du nehmen? Ich hätte jetzt gesagt den oberen. Und dementsprechend halt auch die. Ja, schauen wir mal kurz nach. Genau, das ist eine gute Idee. Ich hätte jetzt gesagt die. Ja, den zweiten und dritten. Richtig, sehr gut. Ja, und dann kommt der sozusagen der Star von dem Ganzen hier rein, die GTX 1070 Ti Advanced von Asus und der Republic of Gamers Strix-Variante. Die Kleber hiervon nochmal abmachen, oder? Die sind schon ab. Ach, okay. Ja. Sah grad so aus. Was hast du vergessen? Den Pnüppel hier runterdrücken. Ah. So, und dann mit Gefühl das Ganze vorsichtig runterdrücken. Ja, da will ich. Sehr schön. Und das Ganze natürlich noch letztendlich festschrauben. So, last but not least, das Stromkabel für die GPU. Genau. Und ja, schon ist der Gaming-PC im Wert von 2500 Euro gebaut von Lars. So, da sind wir wieder, meine Freunde, zurück in dieser Perspektive. Und jetzt geht es darum zu testen, ob das gute Schätzchen auch funktioniert und ob Lars alles richtig gemacht hat. Kabelmanagement kommt später. Und jetzt einmal Trommelwirbel, ich lege den Schalter um und 1, 2, 3, gib ihm. Dreht sich schon mal, pustet mich an. Ja. Monitor ist auf jeden Fall aktiv, mal schauen, ob da jetzt irgendwann was kommt. Und Asus-Logo, sehr geil. Kannst dir auf die Schulter klopfen, junger Padawan. Ja. Du hast es erfolgreich geschafft, einen 2500 Euro Gaming-PC zu bauen. Und dieser PC ist nicht für ihn, sorry, sondern für einen von euch für das 100.000 Abonnenten-Special auf YouTube. Video dazu folgt dann in Kürze, weil das gute Schätzchen möchte natürlich auch noch Windows bekommen und auch noch schön gemacht werden, was das Kabelmanagement angeht. Und den Rest gibt es dann im entsprechenden Special-Video. Ja, meine Freunde, ihr seht, das Ganze läuft. Lars ist glücklich, ich bin glücklich, es leuchtet. RGB macht alles besser. Ja, ja. Das stimmt. Meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Lars hat auf jeden Fall Spaß, so ein geiles Teil zu bauen. Auf jeden Fall. Hast du was gelernt? Ich habe sehr viel gelernt, ja. Sehr gut. Dann kannst du in Zukunft alle meine PCs bauen. Ja, ich baue nur noch Senshilis PCs. Ganz genau. Meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Das steht natürlich ganz klar in den Startlöchern. Und wie mache ich immer? Bis neulich und ciao.